hier. So, beim zweiten Boss, wir sehen die vier Schatzkisten. Das heißt, wir suchen uns eine aus. Da stellen wir uns dann hin. Ich nehme die vorne rechts. Und wenn sie eine spezielle Attacke macht, machen wir die Schatzkiste benutzen. Dann werden wir nämlich zur alten Oma und dann gehen ihren Buff. Ich würde ja Verwundbarkeit draufhauen, aber es geht leider nicht. So, jetzt müssen wir... Genau, Versuchung. Jetzt werden wir hier nämlich zur Oma. Und nichts passiert. Dann macht sie so einen AOE-Schaden. Flächen-AOE. Und dann machen wir auch weiter. Mhm, stark gealtert. Jetzt kriegen die DDs so einen Mark. Und das verfolgt sie. Einfach laufen. Im Kreislauf. Oh, so ein Blödmann. Jetzt castet er wieder Versuchung. Das heißt im Prinzip, wir stellen uns jetzt einfach hier hinten hin an die Kiste und dann werden wir gleich... Ja, kriegen wir hier das Alter. So, Bams, hochheilen. Man ist ja faul. Und auch ich schaffe. Ja. Mehr kann die Kunst auch nicht. Da werden jetzt wieder die beiden Spieler markiert. Und die sollten sich jetzt bewegen. Und zwar von den Tank weg am besten. So, den Tank, das hat es... Ja, ist, vielen Dank auch. Dafür, dass du einen Vulkanausbruch zu mir getankt hast. Zu mir gebracht hast. So, Versuchung. Da setze ich mich jetzt wieder rein und werde zur Oma. Würde mich mal interessieren, ob ich das auch aushebeln kann. Muss man mal probieren beim nächsten Mal. Das war der zweite Boss der Instanz. Wie gesagt, ich mache überall Gear drauf.